Okay, liebe Hapa-Freunde, wir sehen uns heute zum zweiten Mal zu unserem Online-Training. Ich darf euch alle recht herzlich begrüßen. Es sind wieder ganz viele da. Einige sind noch auf dem Link von gestern. Die versuchen wir gerade rüber zu holen. Darum dauert es noch vielleicht ein, zwei Minuten, weil wir ja gestern habt ihr uns alle total geflasht und habt uns überrannt. Und deshalb haben wir heute versucht, auf stabilere Beine zu stellen, mit der Hilfe von Wolfgang Strunk. Danke auf dem Weg auch nochmal. Heute ist der VfL Günzburg dran mit dem Training. Die Stefanie Lewe, C-Jugendtrainerin in Günzburg und ehemalige Auswahltrainerin vom Alpenvorland, wird das Training anleiten. Und damit ihr auch gleich seht, wie es geht, zeigt euch der Paul, wie die Übungen ausschauen. Wir warten vielleicht noch ein, zwei Minuten und dann geht's los. So, hallo zusammen. Einmal husche ich ganz kurz ins Bild, damit ihr zumindest wisst, wem die Stimme aus dem Off gehört. Ich bin die Stefanie, Trainerin beim VfL Günzburg, nehmt ihr auch beim TSV Mindelheim. Und der Paul macht hier euch die Übungen vor. Wenn es irgendwie zu schnell ist oder wir zu leise sprechen oder sonst irgendwas unklar ist, hoffe ich, dass der Martin uns korrigiert, irgendwie, falls was im Chat geschrieben steht. Ansonsten dürft ihr euch jetzt schon mal locker hinstellen, nehmt einen Ball, den nehmen wir aber vorerst noch nicht in die Hand, sondern legen ihn vor uns auf den Boden und dann starten wir. Holt alle mal euren Ball bitte. Und den Ball legt mal locker vor uns auf den Boden. Wir stehen auf einem Bein und dann versuchen wir mit dem anderen Fuß den Ball um unseren Fuß herum zu kreisen. Und zwar möglichst eng am anderen Fuß dort. Dreimal in jede Richtung. Und wenn wir es dreimal gemacht haben, dann wechseln wir die Richtung erstmal. Dann drehen wir den andersrum. Brauchen wir ein bisschen Ballgefühl auch im Fuß, aber weil wir Handballer ja alle gern Fußball zum Aufwärmen spielen, ist das kein Problem für die allermeisten, schätze ich. Da müssten wir gut mit klarkommen. Auch dreimal bitte. Und dann wechseln wir das Bein. Dann haben wir das andere Standbein auf dem Boden. Unser Standbein ist bitte nicht kerzengerade durchgedrückt, sondern wir haben es immer leicht ein bisschen gebeugt und haben Spannung im Oberschenkel, sodass wir da auch beweglich sind ein bisschen und halten aber die Stabilität im Bein trotz des leicht gebeugten Knies. Auch hier dreimal in die eine Richtung und wenn wir das geschafft haben, dann geht es dreimal in die nächste Richtung. So, dann machen wir das Gleiche noch einmal. Allerdings versuchen wir jetzt unser Bein dabei so weit wie möglich, also das Nicht-Standbein, sondern das Bein, das den Ball kreist, so weit wie möglich zu strecken und jetzt den Ball im großen Abstand um das Standbein zu kreisen. Das machen wir jetzt zweimal in jede Richtung. Im großen Abstand waren, dann wird es ein bisschen schwieriger, wenn wir hinter den Rücken kommen. Da brauchen wir auch wieder viel Stabilität in unserem Standbein. Das tun wir alles ausbalancieren, indem wir das Knie leicht gebeugt haben und versuchen immer wieder unsere Stabilität zu finden. Die Arme können wir gerne mitnehmen, dass die so ein bisschen ausgleichen, um uns einen sichereren Stand zu geben. Zweimal in eine Richtung und dann wechseln wir die Richtung.
Und auch hier wechseln wir natürlich wieder das Bein, stellen uns aufs andere Bein. Jeder hat da so ein Bein, bei dem es ein bisschen besser klappt und eins, bei dem es ein bisschen weniger klappt. Und versuchen, den Kreis mit dem Ball wieder möglichst weit um unser Standbein rum zu drehen. Auch zweimal in die eine und dann zweimal in die andere Richtung. Okay, so, dann, damit uns jetzt ordentlich warm wird, weil wir wollen gescheit Sport machen, gehen wir jetzt mit den Fußspitzen abwechselnd auf den Ball. Also zuerst die eine Fußspitze und dann springen wir um auf die andere Fußspitze. Das probieren wir ein paar Mal locker und dann nehmen wir Geschwindigkeit auf. Guckt, dass ihr nicht ganz mit dem Fuß auf den Ball kommt, dass ihr euch nicht wehtut. Nur mit der Fußspitze leicht berühren. Super. Dann dürft ihr den Ball in beide Hände hochnehmen. Wir sind immer noch beim Aufwärmen. Das heißt, wir können immer noch so ein bisschen mit halbem Gas machen. So, jetzt gehen wir in den Einbeinstand. Tun vorne das Knie nach oben. Und jetzt schauen wir unseren Ball an. Und jetzt versuchen wir mit der Nasenspitze das Runde vom Ball nachzumachen, nachzukreisen. Und dass wir trotzdem ganz beweglich sind, das Knie können wir noch höher machen, als der Paul gerade hat, auf 90 Grad, genau. Das Standbein ist nicht ganz durchgestreckt und dann kreisen wir mit der Nasenspitze um unseren Ball rum. Zweimal in die eine Richtung und zweimal in die andere Richtung. Zwischendrin korrigieren und wir bleiben noch auf dem Bein. Also immer nach zweimal die Richtung wechseln. Und wir korrigieren immer wieder unseren Stand, dass unser Knie hoch genug ist. Und versuchen das Gleichgewicht zu halten, obwohl unser Blick nicht ganz fokussiert ist. Okay, dann wechseln wir das Bein mal. Wer aus dem Gleichgewicht kommt, setzt einfach kurz die Fußspitze ab. Das ist überhaupt kein Problem. Das Knie nehmen wir hoch, zweimal in die eine Richtung, zweimal in die andere und dann wieder wechseln. Okay, wunderbar. Dann rollt ihr den Ball bitte mal kurz zur Seite, so dass ihr nicht drüber stolpern könnt jetzt. Jetzt schauen wir mal, dass wir unseren Körper wirklich gescheit warm kriegen, dass wir auf Temperatur kommen. Wir joggen ein bisschen auf der Stelle. Nehmt ruhig beim Joggen die Füße auch gescheit mit hoch. Wir müssen jetzt nicht richtig zum Anfelsen hochgehen, aber dass die Beine gut durchbewegt werden, dabei nicht bloß die Füße über den Boden schlürfen, sondern ordentlich die Beine heben bei dem Ganzen. So, dann können wir das Joggen aufhören und dann machen wir Hampelmänner, ganz normale Hampelmänner, 10 Stück, so wie wir sie kennen. Und dann probieren wir jetzt beim nächsten Mal, dass wir die Hampelmänner machen, indem wir unsere Beine vor und zurück bewegen. Also nicht seitlich, sondern vor und zurück.
Davon machen wir auch 10 Stück. So, und jetzt probieren wir das miteinander zu kombinieren. Jetzt machen wir 2 Hampelmänner, so wie wir sie kennen, wie wir sie meistens machen. Und dann machen wir direkt 2 Hampelmänner mit den Beinen vor und zurück und gehen sofort wieder zu den anderen Hampelmännern. Also immer nach 2 Schritten wechseln wir die Schrittfolge. Sehr schön. Dann machen wir jetzt noch 2 Übungen, um uns ein bisschen eher zu dehnen. Und dann machen wir eine kleine Trinkpause. Jetzt gehen wir mit den Fingerspitzen vor auf den Boden. Und dann versuchen wir mit unseren Händen, ne, so weit wie möglich nach vorne zu laufen. Das halten wir kurz und dann laufen wir mit unseren Fingerspitzen wieder nach hinten und stellen uns kurz auf. Und dann gehen wir wieder runter, die Fingerspitzen auf den Boden und laufen nach vorne. Wer es nur bis unter die Schultern schafft, ist gar kein Problem, das halten wir kurz. Wer es schafft, bringt seine Fingerspitzen aber noch ein Stückchen weiter nach vorne. Und einmal machen wir das noch. Guckt mal, dass ihr die Körperspannung gut haltet. Zieht da ein bisschen den Bauch dafür ein, damit wir eine gute Spannung aufbauen und dann gehen wir wieder zurück. Und jetzt tun wir unsere Hüfte einmal von hinten nach vorne aufdrehen. Dann machen wir 3 Schritte, damit wechseln wir das Bein und dann wechseln wir wieder. Immer wieder die Hüfte von hinten. Immer von hinten nach vorne das Bein kreisen, 3 Schritte und von hinten nach vorne das Bein. Und wer das schafft und bei wem es gut klappt, der darf dabei immer schneller werden. Und natürlich können wir unsere Hüfte auch genau in die andere Richtung kreisen. Also wir bringen das Knie nach vorne und machen das andersrum. Dann wieder 3 Schritte, um das Bein zu wechseln. Und wenn das gut funktioniert, dann dürfen wir wieder Tempo aufnehmen. Wunderbar, dann finde ich, haben wir uns alle schon den ersten großen Schluck verdient. Machen eine kleine Trinkpause. So, wenn wir dann so langsam alle wieder ein bisschen gestellt sind, dann nehmen wir unseren Ball wieder in die Hand. Dann machen wir jetzt ein paar Übungen für unser Ballgefühl. Dann nehmen wir unseren Ball und versuchen ihn so hoch zu werfen, dass wir ihn hinter unserem Rücken wieder fangen können. Manchmal rutscht er auch durch. Das ist
Das sind alles gut, drin, dass es also wo man Paul sieht. Okay. Genau. Jetzt hat mich Paul durcheinander gebracht. Also. Okay. Und wenn ihr das jetzt schon gut könnt, wenn es gut klappt, dann nehmt ihn doch von hinten gleich wieder mit und versucht ihn nach vorne zu werfen und dort wieder aufzufangen. Das dürft ihr gerne im Wechsel machen. Bei uns sind die Decken ein bisschen niedrig. Da geht es nicht so einfach mit dem Ball nach oben werfen. Dann dürft ihr den Ballplatz festhalten und dann stehen wir jetzt mit den Beinen vielleicht ein klein bisschen breiter, nehmen den Ball jetzt und spielen, haben den Ball mit beiden Händen hinter unserem Popo und spielen ihn von hinten nach vorne durch die Beine durch. Genau. Dann müssen wir vielleicht ein bisschen Druck auf den Ball geben, damit es gut funktioniert. Und auch hier gibt es natürlich eine Gegenrichtung. Wer sich das zutraut, kann das gern einmal probieren, dass er den Ball jetzt von vorne durch die Beine spielt und hinterm Rücken fängt. Und dann kann man das natürlich abwechselnd machen. Ansonsten, wenn das noch nicht so gut klappt, dann spielt man einfach von hinten nach vorne. So, dann dürft ihr den Ball mal kurz halten und dann werfen wir den Ball jetzt nach oben und versuchen einmal hinter dem Rücken dabei in die Hände zu klatschen, bevor wir ihn fangen. Hochwerfen, in die Hände klatschen. Das gerne auch einmal probieren, dass ihr den jetzt hochwirft und einmal hinterm Rücken und einmal vorne vor dem Rücken klatscht und dann den Ball wieder fangt.
Okay, wunderbar. Ich hoffe, das konnten alle gut hinkriegen. Jetzt tun wir ein bisschen, dass wir einen Rennen machen. Und zwar prellt ihr den Ball ganz locker ab und versucht euch während des Prellens hinzusetzen und auch wieder aufzustehen. Den Ball wieder kurz halten. Wir bleiben jetzt nochmal schnell beim Prellen. Und zwar fangen wir gleich an, ganz locker zu prellen, ganz leicht, ganz normal auf Hüfthöhe, so wie wir es gelernt haben. Und dann beugen wir uns runter und versuchen während des Prellens ganz klein mit dem Ball zu werden, also den Ball ganz tief unten zu prellen. Und dann werden wir während des Prellens groß und werden ganz, prellen ganz hoch, bis wir vielleicht fast auf Kopfhöhe prellen. Also erst normale Höhe anfangen, ganz klein werden und dann mit richtig viel Kraft und richtig viel Ballgefühl ganz hoch. Genau, dann gehen wir von oben wieder auf Normalhöhe. Dann werden wir ganz klein. Um dann ganz, ganz groß zu werden. Okay, und den Ball wieder halten. Das Gleiche probieren wir jetzt natürlich auch einmal mit unserer schwachen Wurfhand, weil das haben wir immer wieder im Spiel, dass wir auch mit der mal prellen müssen. Das heißt, wir wechseln jetzt die Hand. Das heißt, der Linkshänder nimmt den Ball in die rechte Hand, der Rechtshänder in die linke Hand. Und auch hier versuchen wir, auf normaler Höhe zu prellen, klein zu werden und groß zu werden. Okay, so, dann habe ich noch eine letzte Übung mit Ball, bevor wir noch ein bisschen Krafttraining machen. Und zwar nehmen wir jetzt den Ball und jetzt werfen wir ihn hinter unserem Rücken über unsere Schulter nach vorne und fangen ihn erstmal mit beiden Händen sicher. Da darf sich jeder am Anfang eine Seite aussuchen, über die es ihm leichter fällt. Und wenn wir merken, das schaffen wir super gut, dass wir ihn mit beiden Händen fangen, dann dürfen wir natürlich auch probieren, ihn mal mit einer Hand zu fangen.
wunderbar. Und weil wir jetzt wahrscheinlich auch wieder alle nur mit unserer Schokoladenseite geworfen haben, sprich mit unserer starken Wurfhand, machen wir das Ganze jetzt auch über die andere Seite. Also mit unserer schwachen Wurfhand oder wenn wir es zuvor schon mit der schwachen Acht haben, über die andere. Wir dürfen gerne am Anfang auch wieder mit beiden Händen den Ball fangen. Und wenn wir so ein bisschen drin sind, dann fangen wir ihn einhändig. Genau, am besten ist es natürlich, wenn wir es wirklich schaffen, dass wir uns gar nicht so groß im Oberkörper verrenken müssen, sondern dass wir uns den schön nach vorne platzieren, dass wir den gut fangen können. Dann legen wir den Ball kurz zur Seite. Dann haben wir uns alle auch wieder einen kleinen Schluck zur Kräftigung verdient, bevor wir dann ein bisschen mit einem Kraftteil weitermachen. Jetzt machen wir ein bisschen was für unsere Muskeln. Und dann hoffe ich, dass ich mich zeitlich gut genug eingeteilt habe, dass wir dann auch noch ein paar handballmäßige Sprünge machen können. Als erstes gehen wir jetzt nach unten und machen ein paar Liegestütz. Ihr bleibt hier einmal ganz kurz, bevor ihr anfangt. Denkt dran, wir versuchen ein bisschen den Bauch einzuziehen, damit wir eine gute Rumpfspannung haben. Wir gucken, dass wir hier oben an den Schultern nicht zu durchhängen. Wir gucken, dass unser Hintern nicht zu weit nach oben steht, sondern dass wir eine gute Fläche haben. Und dann gehen wir schön runter. Machen eine Liegestütz, halten kurz und gehen wieder nach oben. Dann machen wir 10 Stück davon. Für die unter uns, die richtige Liegestütz-Profis sind, zeigt der Paul auch mal noch eine Variante. Und zwar stehen wir am Anfang ganz eng und dann machen wir mit der Hand und mit dem kleinen Fuß einen Schritt zur Seite und gehen direkt von dort runter in die Liegestütz und direkt danach wieder zurück. Und das machen wir natürlich auf beiden Seiten. Wir passen auf, dass wir gut parallel sind, dass wir nicht durchhängen. Genau, wunderbar. Das ist einfach nur so eine Variante für jemand, der sagt, er macht daheim eh viele Liegestütz. Da kann man das Ganze mal so ein bisschen auflockern sozusagen. So, als nächstes machen wir einen sogenannten Bärenlauf. Dafür gehen wir jetzt in den Vierfüßlerstand, haben die Knie auf dem Boden und jetzt heben wir die Knie ein paar Zentimeter ab vom Boden. Das muss nicht viel sein, das können 5 bis 10 Zentimeter sein. Und so gehen wir ein paar Schritte nach vorne und wieder ein paar Schritte zurück. Den Kopf nicht ganz nach vorne durchhängen lassen, sondern der bleibt in einer Linie mit dem Nacken. Und dann gehen wir wieder vor. Genau, ein paar Mal vor und zurück. Wichtig ist, dass die Knie wirklich nicht viel vom Boden abheben, sondern dass die Knie immer ganz bodennah bleiben. Auch hier brauchen wir eine gute Körperspannung. Das machen wir ein paar Mal vor und zurück. Dann setzen wir uns kurz auf unsere Knie und schütteln so ein bisschen unsere Schultern aus, die haben da viel gearbeitet. Und dann nehmen wir wieder kurz einmal unseren Ball in die Hand.
Und zwar legen wir uns jetzt auf den Boden. Wer vielleicht eine Matte zufällig in der Nähe hat, soll die ruhig schnell zur Unterstützung nehmen. Ansonsten, es geht auch gut ohne Matte. Wir legen uns auf den Boden und strecken unsere Arme und Beine ganz weit aus. Und in den gestreckten Armen, da halten wir unseren Ball fest. Ich glaube, du musst anders leichter. Wenn du anders schon machst. Dann hast du deine Sicht. So schock. Nein, dann die Matte. Dann hast du die Hüfte länger auf der Matte. So, wir strecken jetzt die Arme fest nach vorne weg und die Beine strecken wir fest weg, sodass weder Arme noch Beine den Boden berühren. Und jetzt versuchen wir uns, hier einmal um die eigene Achse zu drehen und dann wieder zurückzudrehen. Versuchen wirklich, die Arme und die Beine weg vom Boden zu halten und mit kompletter Körperspannung da einmal rumzurollen. Alles strecken und dann einmal rüberrollen. Das ist manchmal gar nicht so einfach, wenn man so lange Arme und Beine hat, das alles kontrolliert zu halten dabei. Einmal noch hin und einmal noch zurück. Super. Und dann rollen wir den Ball wieder ein Stückchen in die Ecke, dass er uns nicht im Weg rumgeht. Dann legen wir uns auf den Boden in eine Brücke. Haben unser Gewicht also ganz fest auf den Schultern verteilt und auf den Fußspitzen. Die Felsen gehen auch weg vom Boden. Das ist unsere Grundhaltung. Aus dieser Grundhaltung gebe ich ein Kommando und sage los und dann versucht ihr ganz schnell eure Zehenspitzen auf dem Boden zu trampeln, bis ich Stopp sage. Und dann gebe ich wieder das Kommando, dass wir wieder anfangen. Also ich gebe das Kommando, wann ihr anfangt und wann ihr aufhört. Und dann erstmal geht er in die Grundstellung und dann geht's los. Kurze Pause. In der Pause dürftet die Felsen zumindest auf den Boden stellen, um da einmal kurz so ein bisschen... um da so ein bisschen die Wadenmuskeln auch zu entlassen. Und los geht's. Stopp. Sehr schön. Zweimal machen wir das Ganze noch. Los geht's. Und ein letztes Mal noch und los. Und stopp. Gut, dann dürft ihr hier wieder locker machen. Und dann gehen wir hier noch einmal in den Handstütz. Also wie im Liegestütz, bloß dass wir da nicht drunter gehen müssen. Wir gehen in den Handstütz. Wir schauen wieder hier, dass wir eine gute Körperhaltung haben, dass die Hüfte weder nach rechts noch nach links umkippt. Und jetzt berühren wir 10-mal abwechselnd unsere Schultern, ganz vorsichtig, ohne dass wir da vielleicht ganz laut sind dabei. Versuchen unseren Oberkörper so wenig wie möglich dabei zu bewegen. Wunderbar. Jetzt haben wir noch ein paar abschließende Minuten und weil wir alle ja Handball mögen und deswegen auch hier sind, nehmen wir jetzt nochmal unseren Ball in die Hand. Und jetzt machen wir nochmal eine... Ich habe die Ball auch. Ich kann mal so stellen. Nee, ich muss.
Mach langsam hier immer so vor. So seid ihr das nicht sieht. So, und zwar machen wir jetzt noch eine kleine Sprungübung, also als Vorübung zum Sprungwurf, beziehungsweise nicht als Vorübung, sondern mit mehr Belastung. Ich sage es jetzt für die Rechtshänder, für die Linkshänder sage ich es gleich extra. Wir Rechtshänder haben den Ball in unserer Wurfhand, dann springen wir mit dem linken Bein einen Schritt vor, dann springen wir mit dem linken Bein einen Schritt zurück, dann machen wir einen Schritt mit dem rechten Bein, einen Schritt mit dem linken Bein und springen ab. Und das machen wir natürlich, weil wir in einer Geschwindigkeitssportart sind, das machen wir natürlich so schnell wie möglich hintereinander. Der Paul macht jetzt einmal noch zwischendrin in einer mittleren Geschwindigkeit, aber versucht das Ganze sehr zusammenhängend. So, und jetzt für unsere Linkshänder gilt natürlich, wir machen das Ganze einmal seitenverkehrt. Das heißt, wir springen mit dem rechten Fuß einen Schritt vor, mit dem rechten Fuß einen Schritt zurück und machen dann eine Links-Rechts-Kombination, um zum Absprung zu kommen. Probiert es am Anfang bitte einfach auch mal ein bisschen langsam. Also macht es erstmal, dass ihr in die Schrittfolge reinkommt, dieses Schritt vor, Schritt zurück springen und dann aber mit vollem Schwung versuchen, in die Vorwärtsbewegung zu gehen. Also dann bauen wir richtig Speed auf und denken uns, dass wir das schönste Tor unseres Lebens wolfen wollen, okay? Genau. Dann geht er in Ruhe wieder zurück. Und dann bauen wir das wieder auf. Wir versuchen das Ganze wirklich mit möglichst viel Elan zu machen und zwischen den beiden. Und da einfach, passt bitte auf, dass ihr den Ball euch nicht irgendwo weit aus den Fingern flutschen lasst und da jetzt irgendwie Mamas und Papas Wohnzimmer drunter leiden muss, sondern dass ihr die ganze Einrichtung so lasst, wie sie gehört. Immer wieder mit Kraft und mit Elan in die Sprünge gehen. Jeder macht mal noch drei Stück. Und das ist jetzt ein bisschen gemein, weil wir uns da schwer tun. Aber jetzt probieren wir es mal, dass wir es genau andersrum machen. Also jeder behält den Ball in seiner starken Wurfhand. Aber jetzt versuchen wir auch mal, dass die Rechtshänder das trotzdem so machen, dass sie mit dem rechten Bein einen Schritt vor, einen Schritt zurückspringen und dann links, rechts. Und dann springen wir quasi über das falsche Bein. Also versucht es auch mal, die Linkshänder machen es natürlich genau andersrum. Die springen jetzt links vor, links zurück und dann rechts, links. Wir behalten den Ball in unserer starken Wurfhand und machen dann aber die Schrittkombination genau andersrum. Das probiert jetzt auch jeder einfach fünfmal für sich selber. Ihr Lieben, danke fürs Zuhören, fürs Mitmachen vor allem. Das ist ja viel wichtiger.
Also zuhören. Ich hoffe, uns sieht man jetzt, keine Ahnung. Ich danke vor allem Paul fürs Mitmachen. Der Titus hat im Hintergrund auch ganz fleißig noch mitgemacht. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Abend. Haltet gut durch in dieser handballfreien Zeit. Ich freue mich total, dass wir jetzt so ein Format gefunden haben, wo wir regelmäßig miteinander Sport machen können. Bleibt da fleißig dabei, okay? Ciao. Ciao. So, ich darf mich auch noch ganz herzlich einmal zu Wort melden und einmal den Lewis danken für das tolle Training heute. War wirklich super. Ich darf mich auch beim Wolfgang Strunk bedanken für die technische Unterstützung. Ohne den wäre das heute ziemlich schwierig geworden. Wir haben da jetzt, glaube ich, ein ganz tolles Format, das wir jetzt wirklich die nächsten Wochen auch durchhalten wollen. Und vielleicht eins dazu noch, es muss erstmal jeden Tag einen neuen Link geben. Also jeden Tag ein neuer Link. Den gibt es dann immer über die BAV-Homepage. Also schaut da vielleicht immer kurz vorher mal drauf und holt euch da den aktuellsten Link. Und macht gern weiter Werbung bei euch im Verein, bei euren Freunden. Jeder ist herzlich willkommen. Wir sind jetzt auch so weit, dass wir das mit deutlich mehr Leuten als noch gestern machen können. Also wir haben jetzt nach oben nahezu kein Limit. Also macht da ruhig ordentlich Werbung. Jeder, der da mitmachen will, ist herzlich willkommen. Und damit wir eben auch einfach den Spaß und die Freude an unserem schönen Handball noch schön aufrechthalten können. Ich bedanke mich nochmal ein zweites Mal bei den Lewis und auch beim Wolfgang. Vielen Dank euch, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Mitmachen und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Passt euch auf und wir sehen uns dann morgen.